Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid. Ich möchte mich bedanken für die wundervollen Kommentare, die mir immer unter das Video schreibt. Und ich möchte euch auch anregen, falls ihr Fragen habt zu den einzelnen Videos, dann stellt sie mir, weil ich jede Frage beantworte. Ich sage es jetzt einfach mal, wie ich denke. Solange es noch so wenige sind, kann ich alle beantworten. Ich habe die Hoffnung, beziehungsweise ich weiß, dass es irgendwann mal so viele sind, dass ich sie nicht mehr alle beantworten kann. Aber auch das werdet ihr dann verstehen. Ich habe neue Karten und ich bin ganz aufgeregt, weil sie so wundervoll sind. Und zwar ist es das Mondnacht-Lenormand-Karten mit Zusatzkarten. Es ist ein Kartendeck von Patrick Scheller. Ich habe sie im Etsy-Verlag bestellt und sie sind wundervoll. Es sind mal ganz neue, ganz andere Bilder dabei und ich fange an zu mischen und zwar so lange, bis die erste Karte rausfällt. Ich habe beschlossen, dass ich das große Blatt lege, so kann ich am meisten von diesen Karten zeigen, weil, und das finde ich so toll, es mal ganz neue Impulse gibt. Ich finde es wundervoll. Wie gesagt, ich mische, bis die erste Karte rausfällt. Und dieses Video gilt übrigens ab dem Moment, wo ihr es seht. Das ist vollkommen egal, ob es morgen ist, ob es in 3 Monaten ist oder in 3 Jahren. Es ist immer so, dass die Videos, alle Videos, es gibt keine Zeit in der Spiritualität. Das heißt, das Wochenorakel, wenn ich sage, es ist das Wochenorakel, es gilt nur für diese Woche. Nein, es gilt auch davor und dahinter schon. Tatsächlich ist es ja nur ein Anhalt, dass es im Moment um diese Energien geht. Um mehr geht es nicht. Wir haben hier die Schildkröte mit der 51. Diese Schildkröte, und seht ihr, sie hat die Beine ganz weit aus ihrem Panzer gestreckt und der Kopf ist nach vorne gereckt. Man könnte meinen, sie läuft. Und hier, und das kommt mir ganz deutlich rein, kommt etwas, was lange schon unterwegs ist, was langsam unterwegs ist, jetzt in Bewegung. Und zwar in schnelle Bewegung, will ich fast mal sagen. So, ich decke direkt auf. Ich zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich lege die 9er Variante. Es gibt auch noch eine andere Variante. Und zwar, das ist dann 8 und unten sind es 4. Man sagt, das sind dann die Zukunftskarten. Ich lege aber ganz gerne in dieser Variante. So, und seht ihr, wie toll die zu erkennen sind? Okay, das sieht ja schon mal sehr interessant aus. Ich gehe auf die einzelnen Karten natürlich noch ein. Es gibt die Personenkarten, wie in dem anderen Kartendeck auch, zweimal, also einmal Mann und Frau, ganz normal. Dann gibt es den Mann im Haus der Dame und es gibt die Frau im Haus des Herrn. Und dann gibt es noch Isis und, habe ich vergessen, aber ist auch gerade mal nicht so wichtig. Wenn es fällt, dann werde ich es euch sagen. So, wir schauen unten drunter. Oh, die Spinne. Ich mag ja Spinnen überhaupt nicht, deswegen blicke ich sie jetzt direkt hin. Aber die Spinne spinnt den Lebensfaden. Das kommt mir ganz klar rein. Und was mir auch sehr deutlich reinkommt, ist, dass sie so leise ist, dass sie auf einmal ganz plötzlich vor dir steht. Und genau das passiert hier. Das, was hier so langsam und so lange schon vor sich her trottelt, so will ich das mal sagen, kommt jetzt ganz plötzlich ganz schnell. Wir haben einmal die Dame im Haus der Sonne und wir haben einmal den Herrn im Haus des Turms. Ich lese die Lenormand-Karten oder das große Blatt mit den Häusern. Mit den Häusern, das bedeutet, ich nehme jetzt einfach mal hier den Baum raus. Jede Karte hat eine Nummer, hat eine Zahl. Und wenn man die chronologisch hinlegt, dann wäre 1, 2, 3, 4, 5, da würde der Baum liegen. Und das wäre dann das Haus des Baumes.
Der Reiter ist die Nummer 1, der Klee ist die Nummer 2, das Schiff ist die Nummer 3 und so weiter und so fort. Das heißt also, hier liegt das Mädchen oder das Kind im Haus des Reiters. So lese ich das große Blatt und jetzt lege ich auch los und ich schaue immer aus Sicht einer Frau auf einen Herrn. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal von dir aus. Wenn es bei euch anders ist, dann würde ich euch das bitten, so zu drehen, dass es für euch passt. Aber ich komme auch vollkommen durcheinander, wenn ich das anders lese. Also, wir haben hier dich im Haus der Sonne, egal ob du Mann oder Frau bist. Ich lese anhand die, ich beginne mit der Frau. Im Haus der Sonne. Und das ist schon mal eine schöne Energie, weil du bist, nicht du kommst in die Sonnenenergie, sondern du bist schon in der Sonnenenergie. Die Sonne, die steht für den Erfolg, sie steht für die Wärme, für die Umarmung, sie steht für den Sieg, sie steht aber auch für die Aktivität, für das Männliche, für die männliche Energie. Jeder Mensch hat männliche und weibliche Energien in sich. Die männliche Energie ist die aktive Energie und die weibliche Energie ist die passive Energie. So ist die Sonne die aktive Energie und der Mond, hier ist das Haus des Mondes, ist die passive Energie. Hier liegst du in der Sonne und du als Passive in der Aktivität. Das bedeutet, du bist als Passive in die Aktivität gekommen. Das ist jetzt sehr kompliziert, aber tatsächlich wirst du jetzt aufgefordert, und zwar entweder jetzt und wenn es nicht jetzt schon passiert ist, dann ist es wirklich in Kürze, etwas aktiv zu tun. Du wirst es feststellen. Lasst uns mal weiterschauen. Vielleicht finden wir heraus, was es ist. Aber tatsächlich wirst du, wenn es, wie gesagt, nicht schon passiert ist, in nächster Kürze wirst du aufgefordert, etwas zu tun. Und zwar etwas, was mit der Vergangenheit zu tun hat. Du schaust in die Vergangenheit. In der Vergangenheit ist in der Lilie der Bär. Die Lilien, das ist die Familienkarte und der Bär steht für die Stärke. Und mir kommt hier ganz klar rein, du warst mal in einer Familie oder hattest mal eine Familie, die dich stark gemacht hat. Und hier ist im Haus des Herrn ist der Turm und er selbst liegt im Turm. Und das heißt, er hat sich zurückgezogen. Es gibt eine Trennung. Aber er geht über die Brücken und das ist in deinem Haus. Über die Brücken nimmt die Stärke von früher, die Harmonie von früher und kommt zu dir in die Sonnenenergie. Und das ist wundervoll. Es ist eine so schöne Energie gerade hier. Wir haben den Herrn im Haus des Turmes. Und das ist der Herr, der in die Vergangenheit schaut. Und das ist der reife Herr. Es ist einmal die reife Person und einmal die junge Person. Dieser Mensch ist gereift. Und zwar in seinem Rückzug. Er hat etwas, ich will mal sagen, er hatte eine Erkenntnis. Vielleicht hat er seine Vergangenheit anders betrachtet wie vorher. Er hat ihr einen anderen Stellenwert gegeben, ist falsch. Er hat ihr eine andere Sichtweise gegeben. Genauso kommt es mir rein. Und hier, das finde ich ganz markant, der Totenkopf ist im Haus des Kindes, im Haus des Neuanfangs. Und ihr Lieben, habt keine Angst, es ist keine schlechte Karte. Dieser Totenkopf, er steht. In dem Kartendeck steht, ist der Ankündigung für, keine Ahnung. Aber mir kommt hier rein, dass, und der Sarg ist nicht gefallen, dass das gleichzusetzen ist mit dem Sarg. Hier kommt etwas Altes, was schon so lange ist, dass es schon in dieser Form vorhanden ist. Ich weiß gerade nicht, wie ich es sagen soll, ohne dass ich was Blödes sage. Ihr wisst, wie ich das meine. Das hier ist schon lange begraben. Schon sehr lange. Und das kommt jetzt hoch und es liegt auf dem Neuanfang. Es ist wie wenn der Sarg geöffnet wird und da kommt die Person wieder raus. Und ich sehe ganz deutlich, wenn sie sich erhebt aus dem Sarg, wandelt sie sich um von diesem Totenkopf in diese Person.
Hier kommt etwas, was wirklich alt ist, etwas, was wirklich schon viele, viele, auch einen langen Zeitraum begraben ist. Ich sag's noch mal. Das kommt jetzt in den Neuanfang. Ich habe hier zwischen dem Neuanfang und dir im Haus der Sonne in den Wegen die Eulen. Und die Eulen sind die Zwillingsseelen. Seht ihr das? Der eine schaut auf den anderen. Und ich möchte ganz klar sagen, der eine schaut auf den anderen. Das heißt, der eine hat dich im Blick und du weißt es vielleicht gar nicht. Es ist aber in deinem Bewusstsein. Und es ist vielleicht, weil ich dir das jetzt sage, weil ich das sehe. Vielleicht ist es nur deswegen, aber vielleicht weißt du auch, dass du beobachtet wirst. Und vielleicht möchtest du das auch, vielleicht genießt du das sogar. Und es ist genau dieser Freund. Dieser Freund, der schon lange mit dir unterwegs ist. Wir haben hier das Schiff, was für das Past Life steht und auch für das wirklich schon lange unterwegs sein, haben wir im Haus des Freundes und der Freund liegt im Haus des Hauses und der spiegelt sich in deine Karte, in dich im Haus der Sonne. Hier kommt ein Freund zu dir nach Hause. Ein wirklich alter Freund. Ein Freund, den du nicht mehr erkennst, weil er sich so verändert hat, weil es einfach so lange dauert. Aber dieser Freund ist hier neue Wege gegangen, und zwar zu dir. Er hat immer zu dir geschaut. Und du hast es vielleicht gar nicht gewusst oder geahnt. Aber in seinem Rückzug, das ist dieser Mensch, in seinem Rückzug, er liegt im Haus des Turmes und der Turm liegt in seinem Haus. Er hat in seinem Rückzug diese Erkenntnis gehabt, dass er gerne mit dir gemeinsam die Wege gehen würde. Die Eulen liegen in den Wegen. Sehr schön, eine wirklich schöne Energie. Was noch sehr auffällig ist, dass im Haus des Sarges das Kreuz liegt. Und es ist wirklich wie, wenn es auf einem Friedhof ist, da gibt es das Grab und das Kreuz liegt dahinter oder steht dahinter. Und da kommt jetzt wirklich das Alte wieder hoch. Das ist eine Einheit, hier in diesem Fall, das Kreuz und das Grab, weil es eben das Alte, das Uralte, das Ururalte ist begraben. Und es kommt jetzt wieder hoch und es geht in den Neuanfang. Dann haben wir hier das Herz im Herz und das finde ich wundervoll. Im Haus des Herzens liegt das Herz. Und hier kommt das eine Herz zu dem anderen. Hier kommen Herzen zusammen, ihr Lieben. Und die spiegeln sich in die Eulen. Und die Eulen sind ja im Haus der Wege. Das heißt, hier kommen Herzen. Ich weiß, ich wiederhole mich immer und ich wiederhole sogar die Sätze eins zu eins. Aber dadurch, dass hier die Eulen in den Wegen liegen und das sich spiegelt, es kommt wirklich, hier ist das Haus des Herzens. Und es das Herz liegt auf dem Herz. Hier kommen zwei Herzen, zwei Seelen wieder zusammen. Nach langer Zeit, nach langer Zeit, nach langer Zeit. Oh, es ist traumhaft, traumhaft schön. Dazwischen liegt im Haus der Mäuse die Pyramiden. Die Pyramiden, die stehen für mich für vielerlei. Sie stehen einmal auch für das, was schon so unfassbar lange her ist. Sie stehen aber auch für die Spiritualität. Ich weiß nicht warum, es kommt mir gerade so rein. Und die Mäuse stehen für die Angst. Und es ist so, als wenn hier im Haus des Mondes ist das Feuer, das brennt die Angst weg. Es brennt die Angst weg und das Alte kann jetzt nach oben emporkommen. Die Pyramiden, die kommen aus der Versenkung nach oben. Und genauso ist es hier. Das Feuer brennt das Alte weg, was um die Mäuse, die unten drunter liegen, und obendrauf kommen die Pyramiden raus. Und es ist wieder, eine Pyramide, brauche ich euch nicht zu sagen, ist ja auch wieder ein Sarg. Es ist eine Grabstätte. Und hier kommt etwas Uraltes wieder nach oben. Und das zwischen euch. Und das zwischen den Eulen im Herz, im Haus des Weges und das Herz auf Herz. In dem Haus des Ringes liegt die Krone. Und mir kommt es so vor, als wenn diese Krone der Ring ist.
der eine Ring mit dem anderen Ring. Auch hier muss ich sagen, es wird gekrönt. Die Ringe, die stehen immer für die Verbindung. Sie stehen für die, und hier in dem Falle ist es wirklich die romantische Verbindung. Und hier wird etwas gekrönt. Die Verbindung wird gekrönt. Dass es wieder zusammenkommt, wird gekrönt. Wir haben hier in deinem Haus die Brücken und das ist wirklich, dass hier er über die Brücke mit der Stärke, er holt die Stärke von früher mit und kommt zu dir. Und darüber haben wir im Park in dem Haus der Öffentlichkeit die Maus. Und das ist nur eine Maus und das finde ich wundervoll, dass es hier wirklich keine vielen Mäuse sind, keine tausend Mäuse, sondern es ist eine Maus und diese eine Maus, die verschwindet in diesem Park. Also das kommt mir ganz klar rein, dass hier die Angst, die ja hier weggebrannt wird, die wird in der Öffentlichkeit, in der Park steht für die Öffentlichkeit, der steht dafür, dass hier etwas öffentlich gemacht wird. Er hat Angst davor, sich zu zeigen, hier über die Brücke zu gehen und zu dir zu kommen. Da hat er große Angst vor. Und er hat aber trotzdem, schafft er es, eben zu dir zu kommen. Aber diese Angst, diese eine kleine Maus, die verläuft sich wirklich in diesem Park. Das heißt, er braucht keine Angst mehr zu haben, jetzt etwas öffentlich zu machen. Darüber haben wir im Haus der Ruten, die für die Kommunikation stehen, die Waage. Und das ist ganz klar, dass hier Gespräche kommen. Es finden Gespräche statt, die einen Ausgleich bringen. Und ich spüre ganz deutlich, und ich habe es bestimmt schon oft gesagt, dass hier die beiden, sie schauen sich ja auch nicht an. Sie schaut auf seinen Rücken und er schaut in die Vergangenheit. Es ist so, dass sie noch etwas zu klären haben. Und das wird durch Gespräche gemacht. Und dann kommt dieser Ausgleich rein. Und er wird dieses Date, diese Einladung wird er aussprechen. Und wir haben hier in der Sense den Blumenstrauß. Und die Sense steht für die Verletzungen. Es wird etwas sein, dass hier eine Verletzung angesprochen wird. Aber es wird eben auch sein, dass hier dieses Date euch zusammenbringt. Und mit der 9 ist es die Vollendung. Die 9 ist die Vollendung. Weil mit der 10, mit der 1 und beziehungsweise mit der 0 geht es ja wieder von vorne los. Das heißt, hier wird jetzt etwas, und zwar schnell, es kommt schnell, wenn er es ausgesprochen hat, kommt es schnell, kommt etwas in die Vollendung. Und wir haben hier den Reiter im Haus des Reiters, das kleine Kind. Und der bringt diese Einladung. Er bringt diese Einladung. Und hier haben wir im Haus der Blumen, haben wir die Lampe. Und das ist, wie wenn eine Erkenntnis dich trifft. Hier geht dir ein Licht auf. Und ihm ist aber auch schon ein Licht aufgegangen, als er diese Einladung geschrieben hat, als er sie ausgesprochen hat, weil ihm etwas klar wurde. Ihm wurde klar, dass er mit dir die Wege zusammengehen möchte. Das ist eine schöne Überschrift, das muss ich mir merken. Ach, das habe ich bestimmt wieder vergessen. Auf jeden Fall, schaut euch das an hier. Dieses kleine Kind, dieses Mädchen ist im Haus des Reiters und sie schaut in die Vergangenheit. Und genau das ist es. Es muss hier noch etwas geklärt werden. Das Mädchen hat aber wieder die weibliche Energie, das heißt die Passivität. Und sie schaut in die Vergangenheit und sie schaut auf die Spinne. Und die Spinne kommt leise und plötzlich. Was ich auch schön finde, ist, dass hier im Haus des Berges die Sterne stehen. Die Sterne, und das ist die Karte, auch für die Klarheit, dass hier etwas ganz deutlich und hell bestrahlt wird. Aber hier kommt es mir, wie soll ich das sagen? Also wenn ihr euch den Berg vorstellt und die Sterne, die stehen da drüber, dann ist dieser Berg winzig klein. Wenn man das Himmelszelt sieht, wenn man die Sterne sieht, wenn man weiß, wie weit sie weg sind, wenn man eine sich fester vorstellt, dann ist der Berg hier winzig klein. Und genau das wird es. Diese Blockade wird winzig klein werden. Und ich habe hier im Haus der Vögel der Eiskristall. Und hier ist
Die Vögel, die ja auch für die Seelenpartner stehen, wie eingefroren. Es gab diese Verbindung schon mal. Und sie wird jetzt aus der Versenkung wieder rausgeholt. Und ihr werdet gemeinsam Wege gehen, weil er das möchte. Und du hast dann die Entscheidungskraft. Du musst das nicht. Du wirst die Entscheidung, entscheiden können, ob du damit gehst oder nicht. Was haben wir noch? Wir haben hier im Haus des Klees die Krone, die Dornenkrone, die auch wieder für die Verletzung steht. Und ich sehe, wie der Klee, ich arbeite ja mit Visionen, wie der Klee hier um die Dornenkrone richtig sich umwinden. Das heißt, der ist irgendwann so dick, dass die Dornen nicht mehr durchkommen. Genau das sehe ich, wie der Klee wirklich hier wächst und wächst und wächst. Und es ist so, dass bevor das Glück rauskommen kann, erst die Dornen bearbeitet werden müssen, eingestampft werden müssen, abgeknickt werden müssen, ins Gewicht gebracht werden müssen. Und wir haben hier im Haus des Schiffes, das ist der Aufstieg. Es ist wie wenn in einer Kirchenkuppel ein Fenster oben ist. Seht ihr das? Und es ist wie ein Licht am Himmel. Und es ist so, dass dieser Freund und du, ihr seid schon so lange unterwegs und es kommt jetzt das Licht hier, das Licht ist im Haus des Schiffes. Es wird jetzt gesehen und ihr steuert darauf zu. Ihr kommt aus dieser Spirale raus und ihr geht ins Licht. Hier haben wir den Fuchs im Haus der Schlüssel und der Fuchs steht für ihn. Und der Fuchs hat einen ganzen Schlüsselbund in der Schnauze. Er hat die Schlüssel, die er aufschließen kann. Er kann Tore aufschließen und er kann Tore zuschließen. Also die Vergangenheit abschließen und die Zukunft aufschließen. Und das wird er jetzt tun. Er weiß, dass er derjenige ist, der jetzt aktiv etwas tun muss. Und er weiß auch, dass er die Schlüssel dazu hat. Und er wird sich auf sein Pferd setzen und er wird in deine Richtung kommen. Er kommt aus seinem Turm raus, aus seiner Passivität kommt er raus. Und wir haben ja hier diesen verwandelten Herrn. Das ist ja im Haus der 29, das ist der Herr im Haus der Dame. Das ist der verwandelte Mensch, der verwandelte Mann, der gelernt hat, der jetzt auch diese Dinge, die er erkennen musste, die hat er erkannt. Er hat, Dankeschön, ich danke euch, er hat die Transformation hinter sich. Und das ist mir jetzt eben nicht eingefallen und es kam mir jetzt von oben rein. Und deswegen läuft jetzt auch diese Schildkröte und seht euch das an. Ich sehe sie wirklich, wie sie rennt. Das ist eine Rennschildkröte. Und sie freut sich. Schaut euch das Gesicht an. Man könnte meinen, dass sie sich freut. Und sie hat ihren Panzer verlassen. Sie hat ihn zwar noch dabei, aber das ist ja, weil es ein Teil davon ist. Das heißt, diese Rückzugsmöglichkeit hat er immer bei sich und die wird er auch nutzen. Und die solltest du auch nutzen, weil sie eben wichtig ist, dass man eben auch erstmal zu sich kommt, Dinge aus der Ferne beurteilt oder aus der Ferne betrachtet und dann vielleicht noch mal reingeht. Man muss nicht immer vor Ort und in dem Geschehen präsent sein. Das muss nicht sein. Das heißt, er wird sich immer zurückziehen, aber du solltest das eben auch. Wir haben die Wolken in den Wolken und das finde ich so schön, weil in dem Falle hier hebt es sich auf. Es ist nicht immer so, aber ich spüre das einfach ganz deutlich, weil hier die Wolken, es kann ja, also es ist so, als wenn die Wolken nicht zu sehen sind durch die Wolken. Und
Dadurch, dass du aber auch so präsent bist in der Sonne, in der Sonnenkraft, in der Sonnenenergie, hat die Wolke hier, wie gesagt, sie ist aufeinander und sie kann ja nicht noch mehr werden. Im Moment siehst du das, was hier jetzt geschieht, was wirklich an deine Tür klopft. Heute, morgen, übermorgen, nächste Woche, kannst du noch nicht sehen, aber du wirst es sehen und du wirst dieses Buch, das liegt im Haus des Bären, und dieser Bär hat das Buch dabei, und das ist eure Lebensgeschichte, das ist deine Lebensgeschichte. Und ich habe gesagt, er kommt aus seinem Turm raus, geht über diese Brücke, nimmt die alte Harmonie wieder auf und hat euer Buch des Lebens dabei, eure Geschichte dabei, und kommt zu dir. Das habe ich jetzt 3, 4 Mal gesagt, aber offensichtlich soll ich es auch so oft sagen. Und dieses Buch wird sich jetzt öffnen. Noch ist es geschlossen, ihr Lieben, aber es wird sich öffnen. Wir haben im Haus der Schlange das Brot. Und das Brot steht für genährt werden. Ich weiß nicht, ich gehe erstmal ganz intuitiv in die Karten rein, ob das jetzt auch damit gemeint ist, das kann ich nicht sagen. Tatsächlich spüre ich, dass hier diese Umwege, und die Schlange liegt ja im Haus des Fuchses, und er ist der Fuchs, er hat diese Umwege gebraucht. Er hat diese Umwege gebraucht, um genährt zu werden, um seinen Geist zu nähren, um seine Seele zu nähren, um seinen Verstand zu nähren, damit er das erkennt, was er erkennen soll. Das hier ist sein Weg. Du bist schon längst da. Du bist längst da und du sitzt auf diesem Ast und du wartest auf ihn. Und du wartest auf ihn schon länger. Aber du hast diesen Prozess auch durchgemacht. Nur du bist eben jetzt schon durch. Und er hat dieses Buch noch in der Hand. Er bringt das mit in der Schnauze von diesem Bären. Und er ist noch auf den Umwegen unterwegs, aber letztendlich spüre ich ganz deutlich, dass sie jetzt ein Ende haben. Er liegt in deinem Haus. Dann haben wir hier im Haus des Baumes das Ei. Und das Ei steht dafür, dass etwas vor der Geburt ist. Also es ist schon in der Planung. Er hat diesen Brief schon geschrieben, er ist aber noch nicht weggeschickt oder angekommen. Das weiß ich jetzt nicht. Es ist eine allgemeine Legung, deswegen kann ich das nicht sagen, wie es bei dir ist. Tatsächlich ist es so, dass es hat schon begonnen. Die Heilung hat schon begonnen. Die hat bei ihm schon begonnen und du bist ja längst so weit. Und wir haben hier den Baum im Haus des Buches. Das heißt, eure Geschichte heilt. Und wir haben den Zylinder im Haus des Briefes, und das finde ich so wundervoll. Der Zylinder, der steht für mich jetzt fürs Ausgehen, für ein Date, für ein Treffen. Der liegt da bereit, und man könnte meinen, man zieht sich jetzt den Frack an und die Schuhe, und während dem Rausgehen schnappt man sich noch den Stock und den Zylinder und ist damit gut angezogen und geht raus, um zu feiern, um sich gut zu fühlen, um sich zu spüren auch mal. Manchmal braucht man das. Manchmal muss man sich spüren oder sollte man sich spüren, wenn man in die Tiefe geht, in sich geht, in die Meditation geht. Aber manchmal ist es auch eben wichtig, rauszugehen, raus in die Welt, raus in die Öffentlichkeit, keine Angst haben zu müssen. Und genau das spiegelt sich. Er spiegelt sich mit dem Zylinder im Brief. Das heißt, das ist sein Zylinder. Er nimmt den jetzt und bringt diesen Brief in den Briefkasten. Also wirft ihn in den Briefkasten. Er ist jetzt so weit, dass er rausgehen kann, dass eure Geschichte heilen kann. Wir haben die Lilien im Haus der Störche, und das ist die positive Veränderung. Das heißt also, dieser Bär hier im Haus der Lilien, der von früher noch übrig ist, praktisch, also er nimmt ja praktisch die Harmonie von früher mit, die verändert sich jetzt. Ihr werdet in dieser Verbindung, ihr werdet das Alte klären, ihr werdet es begraben und ihr werdet mit einer neuen Energie, mit einer neuen frischen und jungen Energie in die Zukunft gehen. Und nicht nur in die Zukunft, ihr werdet das in der Gegenwart schon spüren.
Wenn ihr euch seht, wenn dieser Kontaktart da ist, dann werdet ihr spüren, ob ihr euch freut oder ob ihr euch nicht freut. Ob die Aufregung da ist von früher, die nur eingefroren ist. Sie ist ja immer noch da, sie ist eben nur eingefroren. Das werdet ihr spüren. Und ihr werdet spüren, ob du von vornherein wirst du wissen, ob du die neuen Wege mit dieser Person gehen möchtest. Du kannst immer Nein sagen, du hast immer die Wahl. Und das möchte ich noch mal ganz, ganz deutlich sagen. Du hast immer die Wahl. Und diese Gespräche, die hier stattfinden, die etwas ins Gleichgewicht bringen, ich habe so das Gefühl, dass sie mehr mit ihm zu tun haben wie mit dir. Dass du diese Person anders siehst, wie oder diese Beziehung zwischen euch als er. Er hat vielleicht wirklich, vielleicht hast du einen Satz gesagt, hast ihn damit verletzt und damit musste er jetzt klarkommen. Das ist sein Ding. Du siehst diese Beziehung ganz anders von früher und das kommt jetzt ins Gleichgewicht und zwar ins Gleichgewicht, dass er die Beziehung genauso sieht wie du. Und dann kommen hier Herzen zusammen, dann kommen hier Seelen zusammen und diese Verbindung wird gekrönt. Und wir haben hier die Fische im Haus der Sterne und die Fische stehen für die ganz, ganz tiefe Verbindung, für die Seelenverbindung wieder. Und es geht hier wirklich um die tiefen Gefühle. Und es ist wie wenn ein Angler einen Fisch hochholt, hier kommen die Gefühle wieder hoch. Dieser Angler, der wirft den Fisch aber wieder ins Wasser, weil er niemanden etwas Böses möchte. Und auch hier haben wir die positive Veränderung im Haus des Kreuzes. Und das Kreuz war ja hier oben und das spiegelt sich. Seht ihr das? Das Kreuz ist auf dem Sarg. Und nein, das stimmt nicht. Das ist ja gar nicht das Kreuz, ihr Lieben. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Das ist das Haus des Ankers. Hier kommt diese Störche stehen für die positive Veränderung. Und die positive Veränderung kommt jetzt an. Sie ankert jetzt, sie festigt, sie wird gefestigt. Und sie heilt. Die Geschichte heilt. Und hier kommt mit der positiven Veränderung diese neue Harmonie. Und das Alte. Und ich spüre ganz deutlich, dass diese Vergangenheit, die ist ein Teil von euch. Die werdet ihr nicht begraben und ihr werdet sie nicht loswerden wollen, sondern sie ist auf dem Friedhof. Das ist ein Platz, da könnt ihr hingehen, wenn ihr das wollt. Das heißt, wenn ihr Bedarf habt, etwas von der Vergangenheit nochmal hochzuholen, dann habt ihr einen Platz, einen festen Platz und ihr könnt da hingehen. Aber ihr Lieben, mit Masse des Lebens, mit Masse des Tages an Stunden seid ihr nicht auf dem Friedhof, seid ihr im Hier und Jetzt, seid ihr in der positiven Veränderung und in der Zukunft. Und so wie ihr heute und das Jetzt lebt, das ist eure Zukunft. Ihr bereitet eure Zukunft vor, indem ihr das Jetzt ganz bewusst macht. Wenn ihr jetzt immer wieder sagt, oh, es ist so warm, oh, es ist so warm, oh, es ist so warm, habt ihr diese, das macht was mit euch, das ist eine Energie, es ist warm, gar keine Frage. Aber könnt ihr daran was ändern? Könnt ihr wirklich an dem Wetter, gut, natürlich könnt ihr was mit den Treibhausgasen ändern, aber nicht jetzt in diesem Moment und ihr lebt jetzt in diesem Moment und es ist warm. Und tut euch das gut, wenn ihr wie eine Spirale immer wieder sagt, oh, ist das warm, oh, ist mir das zu warm, ich kann nicht rausgehen, es ist mir zu warm, ich kann niemanden treffen, es ist mir zu warm. Ehrlich, tut euch das gut? Oder akzeptiert das Wetter, ihr müsst ja nicht rausgehen, ihr könnt euch ja verkriechen, ihr könnt im Keller gehen, ihr könnt da den Keller aufräumen. Wie wäre das denn? Dann habt ihr was zu tun, es ist nachher ordentlich und ihr seid nicht in dieser Hitze, ohne dass ihr das immer und immer wieder sagt. Und darum geht es. Wenn ihr das immer wieder aussprecht und das ist eine Spirale, die euch runterzieht. Und das Wetter ist ja nur ein Beispiel. Das bringt euch nicht wirklich weiter. Nehmt es einfach so an. Nehmt es so an, wie es ist. Geht eben eine Runde mehr duschen. Geht eben in den Keller oder macht sonst was
aber nicht ständig darüber reden. Das lege ich euch wirklich ganz, ganz ans Herz. Hier haben wir noch die fleißige Biene. Und die fleißige Biene, die steht für mich dafür, dass eine Biene alleine keinen Honig machen kann. Sie braucht die Gemeinschaft. Und hier sind wir im Haus des Kreuzes. Und diese Gemeinschaft räumt jetzt mit dem Karma auf. Und ich spüre ganz deutlich, dass das nicht dein einzelnes Karma ist, sondern dass das euer beider Karma ist. Und dass ihr das nur zu zweit aufräumen könnt oder beziehungsweise bearbeiten könnt. Hier kommst du nicht weiter und er auch nicht, wenn er das alleine macht. Hier geht es darum, dass ihr das gemeinsam macht. Und das spiegelt sich in den Geistesblitz, in die Erkenntnis, im Bouquet, in den Blumen, in dem Date. Und das spiegelt sich im Kind im Haus des Reiters. Diese Einladung kommt aus dem Turm. Aus dem Turm, der das Karma hier begonnen hat, aufzuarbeiten. Und er kommt jetzt zu dir mit seiner alten Kraft und ihr geht das gemeinsam an. Und das ist wunderschön. Habe ich jetzt irgendeine Karte nicht beleuchtet, ihr Lieben? Ich weiß es gar nicht. Die Schlange habe ich jetzt nur kurz angesprochen. Hier geht es wirklich um die Umwege, die dieser Fuchs schon lange unterwegs ist. Ich habe das Feuer nur angesprochen, weil es die Mäuse verbrennt. Und auch nur dafür ist genau diese Karte gedacht. Sie ist nicht für nichts anderes gedacht. Was ich eventuell noch sagen könnte, kommt mir jetzt gerade rein, dass es im Haus des Mondes liegt und hier die Leidenschaft rauskommt. Das ist der Mond, ist ja deine Energie, deine weibliche Energie, deine passive Energie. Und hier kommt mit dem Feuer die Leidenschaft raus. Wenn du ihn siehst, wenn du diesen Brief in Händen hältst, den er gerade in den Briefkasten wirft. Ich schaue mal, ob ich noch was sagen kann. Nein, jetzt kommt von oben, es ist alles gesagt. Ich finde, es ist eine wirklich interessante Legung mit ganz tollen Karten, die wirklich mal neue Impulse bringen. Und die Geschichte ist dieselbe. Es ist dasselbe, das Gleiche. Und zwar, ich meine es wirklich so, wie ich es sage. Es ist dasselbe und es ist das Gleiche, wie ich in den anderen Orakeln auch gesagt habe. Aber das, ihr Lieben, bestätigt mich jetzt auch in dem, dass es eben jetzt die Energien sind. Sie sind einfach so, wie sie sind und sie verändern sich langsam. Aber sie verändern sich und das stetig. Heute hat er seinen Zylinder genommen und bringt den Brief zur Post. Und das ist ein Quantensprung für den Herrn, der aus seinem Turm rausgekommen ist. Und du, meine Liebe, du fühlst dich wohl und du bist ja auch in der, guck mal, das ist so schön, du liegst in der Sonne und du hast ja auch die Farben der Sonne. Es ist so eine schöne, schöne Karte und du fühlst dich wohl da. Du fühlst dich wohl in der Sonne, genau wie ich. Mir kann es nicht warm genug sein. Also tatsächlich erstmal nichts. Erstmal bist du in der Passivität, bis dieser Brief, bis diese Nachricht zu dir kommt. Und dann kommst du in die Aktivität. So, jetzt habe ich diesen tollen Satz, den ich eben gesagt habe, schon wieder vergessen. Aber es ist ein wirklich wundervolles Orakel. Und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich für jedes Wort, was ihr mir in den Kommentaren schreibt. Schreibt mir mal, wie euch die Karten gefallen. Und ich bin total begeistert und jede Wette, dass ihr die nächste Zeit häufiger seht. Ihr Lieben, ich wünsche euch wirklich eine zauberhafte Zeit. Jetzt haben wir morgen das Neumond, den Vollmond. Dann werde ich euch das Vollmond-Orakel legen. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Bis denn. Ciao.